Was ist das? Damit herzlich willkommen zu Far Cry 6. Das Spiel ist heute erschienen. Und ich würde sagen, starten wir gleich mal ein neues Spiel. Action-Modus. Das ist die klassische Far Cry-Erfahrung, die für die meisten Spieler empfohlen wird. Schlagen härter. Action-Modus. Wahre Yarana, ich stehe vor euch bewaffnet mit der Wahrheit. Zu lange wurde uns unser Land von Politikern geraubt. Aber ihr habt eine Vision gewählt. Heilung, einen Weg ins Paradies. Viviro, geschaffen von unseren brillanten Wissenschaftlern. Das effektivste Krebsmedikament, das die Welt je gesehen hat. Herangezüchtet in unserem kostbaren Tabak, verfeinert mit dem reinsten Dünger.
Viviro ist der Schlüssel zum Wiederaufbau des Paradieses. Doch unser Paradies hat seinen Preis. Das werden unsere Gegner nie begreifen. Yara hat mich nicht gewählt, damit ich den leichten Weg gehe, sondern den richtigen. Und mit neu konzentriertem Fokus muss ich den Dienst fürs Paradies ausweiten. Wahre Yaraner werden überall auf der Insel auserwählt, um genug Viviro anzubauen, um die Welt zu heilen und unsere Heimat zu retten. Diese glücklichen Yaraner werden über eine Lotterie bestimmt. Sogar mein Sohn Diego könnte morgen eingezogen werden. Hey Dani! Und als der wahre Yaraner, der jetzt... Mach den Scheiß aus! Precisamente. Das ist es, was Castillo will. Genug Politik, Lita. Glaubt ihr, die ziehen die wahren Yarana ein? Es sind die Ausgestoßenen. Arme, Waisen, wie wir. Er bringt die Sklaverei wieder zurück. Nach Yara. Davor könnt ihr nicht davonlaufen. Warte mal. Du bist abgehauen. In den Dschungel mit ein paar Guerrieros. Libertad. Jetzt bist du hier, um für Clara Garcias Kreuzzug zu rekrutieren. Komm schon, das ist unser Abschied. Dani! Verdammt, sag doch was! Ah, jetzt kann ich Charakter auswählen. Mein Name ist falsch geschrieben. Dani, du kannst Libertad helfen. Du bist ausgebildet. Du hättest längst Karriere gemacht, wenn du nicht so verpeilt wärst. Komm doch mit uns, Lita. Ei, du hörst einfach nie zu, Dani. Hey, wir müssen los. Ein Boot wartet, Drinks in Mexiko. Abendessen in Miami. Coño! Scheiß Stromausfälle. Zu groß für einen Stromausfall. Du bist bewaffnet? Oje! Was ist los? Fin del mundo! Eingezogene müssen sich melden. Helft mit, das Paradies wieder aufzubauen. Scheiße. Verfick nochmal! Eingezogene müssen sich melden. Helft mit, das Paradies wieder aufzubauen. Und zwar jetzt. Alejo, nein! Eingezogene müssen sich melden. Alejo, Deckung! Helft mit, dass Scheiß Castillo! Eingezogene müssen sich melden. Helft mit, das Dani, Paradies wieder aufzubauen. Wir müssen weg. Sofort! Das Boot. Du kommst. Versprich mir nicht. Sie. Los, Dani. Bleib in der Nähe, Lita. Wir müssen zum Boot. Okay, Dani. Eine Sache muss ich noch machen. Ich glaube, das ist noch viel zu laut. So. Dann verabschieden wir uns von Alejo. Versprochen. Eingezogene müssen sich melden. Helft mit, das Paradies wieder aufzubauen. Komm aus. Muss ich hier jetzt lang? Muss ich da jetzt hin? Ach, da bin ich muss. Hier ist niemand. Abre la puerta!
Wärst du mal ans Telefon gegangen, Rojas? FND, kommt raus da! Das nächste Arschloch, das die Tür öffnet, muss Dani Rojas sein. Los jetzt! Wir suchen nach Dani Rojas. Muss ich jetzt weiter runter? Mach die Tür auf, oder wir treten sie ein! Noch 50 Meter schleichen dabei. Das Pfeile für Dummy, oder? Erkennst du die Zeichen? Ja, aus unserer Kindheit. Ihr könnt euch nicht umbringen! Und denn nicht! Chronisch. Das ist so krank. Der ist immer noch nicht lange. Ich hab Truppen in die Kanalisation geschickt. Die ganze Stadt ist im Lockdown. Kommen Sie in die Kanalisation, Sarento. Geschafft. Der Ausgang ist gleich davor. Gut, das Boot wird nicht auf uns warten. Bei mir, Lita. Scheiße. Lita, wie soll gut? Ich bin der Grund aus dem Wald.
gesprochen. Alles okay? Ja. Da ist der Terrorist in meiner Entschuldigung, disculpa, ich war gar nicht hier. Uns umbringt? La noche de la muerte. Da drüben ist das Boot. Lauf! Dieses Boot! Abuela, was soll ich denn mit Baseballkarten anfangen? Hast du irgendeine Ahnung, wie viel die wert sind? Lass uns durch! Oje! Oh, Mierda! Marco, du findest so leicht Freunde. Dani, du bist spät. Wo ist Alejo? Er hat sein Ticket weitergegeben. An seine Familie. Blödsinn! Alejo ist eine Waise. Alejo wird nirgendwo mehr hingehen. Na los, Marco. Lass sie aufs Boot. Vamos. Guter Mann. Was soll denn die Scheiße? Nehmt uns mit! Gracias. Gern geschehen, Chamaco. Hier. Mehr habe ich nicht. Das ist nicht richtig, Danny. Wir sollten kämpfen, nicht zu den Yankees fliehen. Alejo hat dir ein verdammtes Geschenk gemacht, Lita. Wir überleben. So wie im Waisenhaus, so wie auf der Akademie. Was war das? Bitte, nein, das ist nur ein Pisserboot. Leo, Leo, nein, nein! Bevor er El Presidente wurde, ging mein Papa gern angeln. Wir nahmen uns ein Boot, genau wie dieses. Und was wir gefangen hatten, das ließen wir wieder frei. Er meinte, es geht nicht immer nur um deinen Magen, Mijo. Es geht um die Herausforderung. Außer, wenn er einen dicken, fetten Speerfisch fing. Da war er zu stolz, um sowas aufzugeben. Du kranker Tyrann! Du hast Yara vergiftet! Du hast deinen Sohn vergiftet! Ich habe heute einen sehr großen Fisch gefangen. Nicht wahr, Diego? Diego! Ist nicht wahr. Ich hab dich gefangen. Und jetzt bringe ich dich nach Hause. Ich will das nicht mehr, Papa. Wir haben keine Wahl. Lass sie gehen. Sie können arbeiten, wie Viro machen. Wahrheit oder Lüge? Wahrheit. Sie könnten gute Arbeiter sein. Sie könnten helfen beim Aufbau des Paradieses. Aber wenn du gewollt hättest, dass sie leben, hättest du nie einen Fuß auf dieses verdammte Boot gesetzt. 13 Jahre alt. Und Diego hat so viel Mitgefühl für sein Volk. Diese Fische, die werfen wir wieder ins Wasser.
hier? Wir sind am Arsch. Vamos, vamos! Lita! Ich spüre meine Beine nicht. Scheiße, das ist alles meine Schuld. Mein Handy. Vergiss es, Lita. Mein Handy. Das ist der Strand, Dani. Das ist alles Schicksal. Was? Hier verstecken sie sich. Clara. Libertad. Julio. Verdammt. Julio. Es ist alles hier. Nimm mein Handy. Folge dem Code wie damals, weißt du noch? Hör auf, Lita. Warte, ich hole Hilfe. No, gib mir das. Clara wird dir helfen. Verstehst du es nicht? Du bist Fortunas Nummer 1. Fortunas Nummer 1. Lo siento, Lita. So. So viele Tote. Scheiße. Ich nehme mit, was brauchbar ist, und dann nichts wie weg hier. Vorräte soll ich jetzt suchen. Langsam. Ah, eine Waffe. Verdammt, keine Munition. Ich muss das Lager finden. Neue Fotos? Coño. Das geht noch? Die Zeichen müssen der Code sein, von dem Lita gesprochen hat. Suchen wir mal ein bisschen Munition, wa? Anscheinend muss ich den Blauen zu Libertad folgen. Eine blaue Armbinde. Muss zu Libertad gehören. Alles einsammeln, was man finden kann. Scheiße, wer schießt da? Ich muss aufpassen. Das muss der Weg sein. Ich wusste, dass du für Libertad plünderst. Ich habe es gerochen. Deshalb bist du jetzt tot. Ich werde Meldung erstatten. Und du wirst langsam auf. Stück für Stück. Von den Vögeln und den Krabben. Für sie bist du nichts als Fleisch. Da sucht wohl noch jemand nach Clara. Was ist das?
könnte nützlich sein. Munitionshose. Ein Arsenal. Menü Arsenal. Zu Libertad gehen, ein Boot stehlen, mich aus Yara verpissen. Kinderspiel. Und die... Ach, verdammt. Was ist das? Rückstand. Habe ich mich auf einmal erschrocken. Nicht die beste Zeit für die Guerilla. Ist eine Weile her, dass ich sowas benutzt habe. Kletterhaken. Krieg nicht gern Besuch. Zeigst du dein Gesicht, bevor du mich erschießt? Ich bin Danny, ein Freund von Lita. Silencio. Bist du der einzige Überlebende? Antworte mir. Ich fragte, bist du der einzige Überlebende? Ja, Glückspilz. Lita kannte das Risiko. Mehr habt ihr nicht zu sagen? Du bist hier, das ist was zählt. Einen Augenblick, Hermana. Ich werde Yara verlassen. Aber du bist in meinem Lager. Ich muss irgendwo unterkommen. Ein paar Tage. Libertad ist nicht die Wohlfahrt, hermano. Lita meinte, du hilfst mir. Lita sagte auch, du wirst keine Pussy. Komm in Mierda. Du bist weise, sieh. Freunde können einem näher stehen als Familie. Vergiss nicht, Dani. Castillo hat dich zur Weise gemacht. Wieso willst du weglaufen? Ich sah, wie Castillo den Befehl gab, ein ganzes Boot voller Menschen zu erschießen. Bringt euch vor diesem Psychopathen in Sicherheit. Wie alle. Wenn die Tyrannei Gesetz ist, ist die Revolution Pflicht. Ein Zitat von Bolivar rettet euch nicht. Das war Pedro Albizu. Willst du Yara mit Bibliotheksausweisen retten? Ich habe eine Liste. Freie Wahlen, freie Meinung, freie Parias. Ein Yara frei von Castillos. Ganz einfach. Einfach? Castillo hat was? 300.000 Leute? Ich zähle 6 ausgebrannte Guerilleros und dich mit einer Kugel im Bein. Du glaubst mir nicht? Ich zeig's dir. Wir haben diese Insel von unserer Basis aus angegriffen. Eine normale Operation. Eine Vivero-Plantage überfallen, Treibstoff abgreifen und wieder abziehen. Aber Castillos Truppen haben auf uns gewartet. Wir wurden von 60 auf 6 dezimiert. Ihr müsst zurück zu eurer Basis. Ja, aber diese Insel ist von einer Blockade umgeben. Wir haben keine Boote, kaum Ausrüstung und wir werden erst gehen, nachdem diese Vivero-Plantage in Rauch aufgegangen ist. Aber wir sind Guerilleros. Wir kennen dieses Land wie niemand sonst. Von unseren Guerilla-Pfaden weißt du ja schon. Sie wurden 67 von den Legenden angelegt und durchziehen Yara wie ein Netz. Und jetzt gehören sie uns. Sie erleichtern uns Überfälle auf Soldados und bieten ein gutes Versteck, wenn man von der Armee verfolgt wird.
Außerdem lagern wir dort Vorräte. Und das stimmt alles noch? Diese Karte ist echt alt. Die ist für Touristen. Ja, sie ist etwas veraltet. Aber es sind alle Regionen, Gemeinden und Wahrzeichen von Yara verzeichnet. Du gewöhnst dich dran. Ich organisiere uns jetzt ein Boot. Ein paar der Anwohner schulden uns noch was. Und du musst Juan Cortés für mich finden. Wen? Jemand, der einen Guerillero kämpfen lässt wie tausend. Du weißt, ich bin kein Guerillero. Hast du das Lita gesagt? Ich gebe dir Essen, ein Bett, sogar ein scheiß Boot, um zu den Yankees zu fliehen. Doch das kostet dich Kugeln und Blut. Du kannst schießen? Also schieß. Leb dich ein und gib mir Bescheid, sobald du Miete zahlen willst. Das erste Gewehr, die Pfahl. Gott, ist jetzt verfügbar. Ah. Da muss ich hin. Okay, dann weiß ich jetzt, wo ich als nächstes hin muss. Und das machen wir aber in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut rein!